So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da liegt noch eine Leiche. Ach nee, das waren die da. Gut. Noch ein paar Objekte. So, ist das eine Tür? Nee. Ein paar Blutspritzer sind noch zu sehen. Sie haben noch ihren geilen Arsch. So. Lass mal hier alles nochmal schnell nachladen. Na gut, wir haben eh nicht mehr so viel. Also da sind zwei hinten, da noch einer. Fuck, was ist das? Irgendwie lag ich gerade am Boden, ne? Das kommt davon, wenn man nur mit der Pistole umschießt, um Munition zu sparen. Ne? Da muss man dann doch nochmal die Shotgun einsetzen. Ne? Ich hoffe mal, da kommen jetzt keine noch von hinten nach. So. Ah, geh nochmal 10 Pistolenmunition. Hat. Gut, jetzt können wir auch nochmal. 1% fehlt noch. Toll. Eine Handgranate. So. Oh Gott. Das war knapp. Jetzt hat die auch noch fast Schaden genommen. Mal ab dafür hier. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Lüfter. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Links da nochmal hin. Ich glaube einfach nur hier. Oder? Nee, ich glaube, ich muss mit dem Lüfter nach unten, ne? So, Moment nochmal schnell. Moment, die Karte. Wo ist unser Ziel? Da unten, ne? Alter, ich bin schon richtig, muss nur weiter nach unten fahren, also hier mit. So, von der anderen Seite. Ich hoffe, das funktioniert noch gescheit. Ja. Jetzt nach unten, ne? Jawohl. Jetzt sind wir wieder bei denen. Aktuelle Zeit, Durchgang im Kielraum. Ist da jemand? Irgendjemand? Ja, ich werde alles tun. Für immer. Nicht aufgeben, Parker. Es muss einen Weg geben. Hoffen wir es. So, jetzt halt ganz gemütlich. Gehen wir zu den erstmal rüber. Können zur Zeit lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde, sie zu retten. Dafür muss Parker ein richtig ordentliches Essen springen lassen. So. Geh mal hier lang. Oder weiter drüben. Nee, schon hier.
Ach nee, geht eh nicht da. Braucht man diese scheiß Karte, ne? Dann hier. Jetzt erstmal runter. Haltet durch, Parker und Jill. Jill und Parker. Oh Gott. Das ist eine Scheibe, ja. Kann ich durchschießen? Also mir diese Viecher, die explodieren. Ich denke mal, ich werfe da dann mal eine Handgranate rein oder so. Nein, ja, die funktioniert auch wieder nicht. So, friss das, ihr Viecher. Ist der andere auch down? Jawohl. So wollen wir das sehen. Genau, jetzt haben wir noch ein Kräutchen dazu bekommen. Sonst noch irgendwas? Nee. Wir haben jetzt aber auch nur noch 41 Schuss für die MG. Ich hoffe mal, da kommt jetzt immer wieder Nachschub. Obwohl, wenn ich es mir eigentlich sehr recht überlege, kann man eigentlich die Viecher auch sehr gut im Nahkampf besiegen. Wir können ja eigentlich nur im Feldkampf schießen. Oh, aber bei denen nicht. Erstmal eine Handgranate hier. Das ist ja auch nochmal so eine Art Bombe. Diese Viecher. Sind jetzt down? Ja. Gut. Oh Gott, noch 21 Schuss. Bei der Pistole habe ich noch 11 Schuss, bei der Shotgun nur noch 3. Oh Gott. Ach du Schande. Was ist das? So, jetzt nochmal. Okay. Hä? Okay. Den haben wir schon, den noch nicht. Jawohl, endlich. Mal wieder Munitionnachschub und noch ein Kräutchen. Hier nochmal. Schutzgewehrmunition. Sehr schön. Wir fallen jetzt auch endlich mal genügend Munition für die Shotgun, so wie ich das sehe. Ich finde die immer noch am besten. Und auch nur 11 Pistolmunition, aber Pistol ist eh schwach in dem Spiel hier. Erstmal nicht hier. So. Jetzt haben wir genug Platz für die anderen beiden. Ah, da hinten ist wieder eine größere Viech da. Das ist mit dem Clown. Und jetzt nicht mehr. So, ist da noch irgendwas? Nein, okay, dann weiter. Ich sehe gerade, es ist auch eigentlich überall das ganze Wasser weg. Hoffe mal, kann man hier weiter? Nee. Lässt sich nicht öffnen. Komm, scheiß drum, noch eine Granate. So, jetzt mal schnell wieder scannen alle.
da ist nichts mehr. Ach, man kann die jetzt öffnen. Jetzt mal schnell scannen. Okay, da ist auch nichts mehr. Und da jetzt lang. Ich sehe auch gerade bei meiner Minimap, dass da das rot markiert wird, die Tür. Wir müssen jetzt hier lang. Das ist der Maschinenraum! Schneller! Mhm. Jetzt ganz schnell. Open the door. Hm? Niemand zu Hause. Wo bist du, Jill? Quincy und James. Okay, die waren jetzt ganz woanders. Tja. Ja, blöd gelaufen irgendwie für Chris und Jessica. Jetzt haben sie alles umsonst gemacht. Und Parker und Jill ertrinken auch. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein schönes Happy End, ne? In so einem Videospiel alles endet so. Ja, Spaß beiseite. Es geht natürlich weiter. Hoffentlich. Und wir sind schon wieder bei 12 Minuten angekommen. Und deshalb machen wir jetzt auch hier schon mal wieder Schluss mit dieser Aufnahme. In der nächsten Episode oder im nächsten Teil dieser Episode geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Bleibt gespannt, was passieren wird, ob Jill und Parker es überleben. Also ich hoffe doch. Also sicher werden sie es, aber ganz sicher weiß man ja nie. Also es war ja schon sehr aussichtslos, die Situation, in der sie da stecken. Ja, bis dahin. Ciao.